Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, es regnet, es ist Regenzeit. Ich habe fast alle Videos jetzt gemacht in einer Situation, in der es regnete oder der Regen gerade weg war oder der Regen kommen sollte. Ja, es ist Regenzeit, es ist viel Regen hier, aber das gehört mit dazu. Ich liebe die Wärme, ihr wisst es, insofern macht mir auch dieser Regen nichts aus. Ich habe heute Morgen schon geschwommen. Heute Morgen hatte ich nicht wirklich so viel Lust dazu, aber ich habe gedacht, okay, Überwindung, ja, Überwindung heißt auch die eigenen Grenzen ausprobieren und ich habe es trotzdem gemacht. Ich wollte heute ein bisschen noch über Bali erzählen. Es ist eine Insel, in der, wenn man hier ist, es wirklich schon auffällt, dass es sehr, sehr, sehr viel Armut gibt. Ich glaube, mehr als die Hälfte der Menschen auf dieser Insel, ihr könnt das auch in den Statistiken euch raussuchen, mehr als die Hälfte der Menschen auf dieser Insel lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und die Bauern, die tatsächlich ihren Reis oder ihre Bananen anbauen, diese landwirtschaftlichen Flächen werden übrigens auch immer kleiner, weil immer mehr gebaut wird, immer mehr Häuser gebaut werden und auch immer mehr Straßen notwendig werden für den extremen Verkehr. Also der Verkehr ist ein ganz großes Problem auf der Insel Bali, denn es gibt kein funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem, gibt es nicht. Es gibt auch keine Züge, es gibt gar nichts, es gibt auch keine Busse, so gut wie keine Busse, ein paar Touristenbusse, aber nicht für die Einheimischen. Das heißt also, jeder hier auf dieser Insel hat, jeder, der fahren darf, und da habe ich schon darüber gesprochen, hat ein Mofa. Wir sehen Mofas ohne Ende und es gibt sehr, sehr viele Autos und natürlich auch sehr viele Taxen, also Taxi. Es gibt hier auch verschiedene Apps, also mit der Grab-App, mit der sogenannten Grab-App, G-R-A-B. Mit dieser Grab-App kann man sehr, sehr preiswert überall, auch als Tourist, mit dem Taxi hinfahren. Und das Schlimme ist, dass, weil es so schwer ist, auf den Straßen oder überhaupt in den Straßen zu gehen, es gibt auch keine vernünftigen Bürgersteige, entweder sind die schmal oder kaputt oder huppelig. Also das Schlimmste, was einem hier passieren kann, ist tatsächlich, einen Kinderwagen zu haben oder noch schlimmer, ein Rollstuhl, geht absolut nicht. Kinderwagen, die Frauen tragen ihre kleinen Kinder, solange es geht, wirklich in ihren Tüchern auf dem Rücken oder auf dem Bauch, denn es funktioniert nicht mit Kinderwagen oder mit Rollstuhl oder mit irgendwelchen Sachen, die man fahren muss. Ich habe mir hier deswegen angewöhnt, schon auch kleinere Strecken, wirklich, die ich normalerweise zu Hause immer laufen würde, tatsächlich mit dem Taxi zu fahren, weil es einfach zu gefährlich ist, abends in der Dunkelheit. Ihr wisst, ich gönne mir hier jeden zweiten Tag eine Massage bei der absolut weltbesten Masseurin Julie. Die Frau hat goldene Hände und sie hat wirklich eine Stelle an meinem Rücken, die ich seit 30 Jahren hatte, seit mein Sohn geboren ist. Ich habe ihn dann immer falsch getragen. Sie hat diese Stelle, ja, die hat sie massiert. Es hat Knack gemacht, wie wenn der ganze Rücken jetzt kaputt ist. Und es macht jedes Mal, wenn ich hingehe, Knack, Knack, Knack. Der ganze Rücken macht Knack. Aber ja, sie schafft es. Sie hat goldene Hände. Und diese Taxifahrten sind natürlich extrem günstig. Auch Massage, alles, was ich auch, wenn ich Wäsche in die Wäscherei bringe, all die Dinge, diese Dienstleistungstätigkeiten, die sind sehr, sehr, sehr preiswert. Was deswegen der Fall ist, weil der Lebensstandard niedrig ist, weil die Löhne niedrig sind. Also eine Taxifahrt von einer halben Stunde kostet 60 Cent. Eine Massage bei ihr, also die Massage kostet 120.000 indonesische Rupia. Das sind umgerechnet, ja, 7,40 Euro, 7,20 Euro. Und ich gebe dann immer ein gutes Trinkgeld, runde immer ab auf 10 Euro. Und ja, sie gibt sich deswegen vielleicht auch nochmal, nicht nur deswegen, glaube ich, aber sie gibt sich dann nochmal besonders viel Mühe. Ich sehe das auch wirklich als ein Geben und ein Nehmen. Sie gibt mir etwas, sie kümmert sich um meinen Körper und sie bekommt etwas zurück. Und ja, wenn man weiß, was bei uns Massagen kosten, dann ist es kaum vorstellbar. Aber das ist der ganz normale Lohn hier. Übrigens, diese Menschen, die Frauen, es sind überwiegend Frauen, die massieren, leben zu einem großen Teil auch von dem Trinkgeld. Also das Trinkgeld ist wirklich eine ganz wichtige Zusatzeinnahmequelle. Die Armut auf Bali ist groß, das Verkehrschaos ist gigantisch groß. Der Müll, der aus dem Meer kommt, der ist noch mal eine Nummer schlimmer. Eine Zuschauerin hatte das auch hier geschrieben und hatte gesagt, das sieht dreckig aus. Und ich habe dann zurückgeschrieben,
Hier laufen vor den großen, teuren Hotels, Hyatt, W, diesen großen Hotels, den ganzen Tag lang Menschen rum, also Mitarbeiter rum, die jedes Fitzelchen Plastik einsammeln und in eine Tüte tun. Und abends sind die Tüten voll. Es kommt so viel Dreck und Müll aus dem Meer. Es ist kaum vorstellbar. Und wenn wir uns, ich habe das schon auch in einem anderen Video mal erzählt, aber ich möchte es hier nochmal anführen. In der Nähe von Calais in Boulogne-sur-Mer gibt es ein gigantisches, wunderbares Meeresmuseum. Und es steht auch unter, also es ist von, wird von der UNESCO betrieben. Und da sieht man, also das ist so ein Durchschnitt gemacht, wo man sieht die Meeresoberfläche, das Meer, die Weltmeere. Und dann sieht man, wie die ganze Zeit da Müll hineingeschüttet wird. Also um zu zeigen, dass wir tatsächlich dabei sind, unsere Weltmeere zu vermüllen. Immer noch. Ja, sie sind. Die Meere leiden ganz extrem. Und wenn wir dann darüber reden, dass Wasser Energie ist und das Wasser eine Erinnerung hat, ja, dann bin ich ehrlich gesagt jeden Tag unglaublich dankbar, dass unser Wasser so ein wahnsinnig liebevolles Element ist und uns nicht schon längst zerstört hat. Denn das, was wir mit den Weltmeeren machen, das ist eine Katastrophe und es ist eine Schande. Und wenn es jetzt eine Trockenheit geben würde, wenn Wasser sich zu Land verwandeln würde, dann würden da gigantische, hohe Berge einzig und alleine bestehend aus Müll sein. Der Meeresboden wäre wahrscheinlich voll mit Öl und anderen Fässern und Schweröl. Ja, Schweröl auch von allen möglichen Kriegsschiffen, die da irgendwann mal untergegangen sind, wo das Öl auch wirklich immer noch ausläuft. Ja, übrigens auch noch voll aus den großen Kriegen, ja, die liegen da, die werden nicht beseitigt. Die hat bis heute keiner weggeholt. Ist ja nicht so wichtig, kann auch nicht viel Geld mitverdient werden, ja. Ist immer eine Frage, was mache ich und womit verdiene ich mein Geld, ja. Vor allen Dingen die großen Konzerne, die haben kein Interesse daran, diese Schiffe da wegzuholen, ja. Vielleicht mal eins wegen dem Metall, aber nicht die große Masse. Hier auf Bali fällt es einem auf, wirklich die Armut. Es fällt auf die Umweltverschmutzung. Und ich rede ja immer wieder sehr, sehr gerne über Umweltverschmutzung, weil es ein gigantisch großes Problem ist. Vor allen Dingen Plastik, aber auch Schweröl und andere Dinge. Das größte Problem meiner Meinung nach, und das ist meine persönliche Meinung, das größte Umweltproblem, welches wir haben, ist meiner Meinung nach tatsächlich die Verschmutzung der Weltmeere, was wir nicht direkt sehen. Und nicht so sehr, also die, klar, natürlich die Umweltverschmutzung der Luft auch, aber viel mehr der Weltmeere. Es wird ja auch nichts getan. Wir produzieren immer mehr statt weniger. Das nennen wir ja Wirtschaftswachstum. Wir müssten eigentlich das Wirtschaftswachstum jetzt, theoretisch genommen, müssten wir das ganz abschaffen. Wir müssten die Wirtschaft zurückstufen und uns dann auf andere Dinge besinnen. Auf vielleicht auf Landwirtschaft, alle gemeinsam etwas tun, für unsere Landwirtschaft, unsere eigenen kleinen Gärten, wo wir etwas anbauen, kurze Wege, um etwas irgendwo hin zu transportieren. Auch hier gibt es Dinge, die aus den USA kommen. Ich sehe hier in den Supermärkten, sehe ich unglaublich viele europäische und amerikanische Produkte, übrigens ganz viele niederländische Produkte. Ja, die Firma Verkade, jeder, der die Niederlande kennt, weiß, es ist eine große Keksfabrik, Verkade. Überall gibt es Verkade-Kekse und auch andere Produkte aus den Niederlanden. Pindakaas übrigens, ja. Pindakaas, übrigens Peanuts, gibt es hier ganz viele. Peanut Butter, Peanut Saté. Ganz viel, was ich aus den Niederlanden kenne, gibt es hier in den Supermärkten. Wird entweder auch teilweise hier im Auftrag der großen Firmen hergestellt oder es wird hierher geschickt. Ja. Indonesien war ja mal eine niederländische Kolonie. Auch das merkt man teilweise in der Geschichte. Die meisten Menschen möchten da übrigens nicht so gerne darüber reden. Die jungen Menschen haben da auch nicht so viel Ahnung. Aber das ist eine dunkle Geschichte, eine dunkle Seite in der niederländischen Geschichte. Heute sind wir zum Glück so bewusst, dass wir da auch drüber nachdenken und dass wir auch darüber reden wollen. Das muss sich mal einer vorstellen. Da kommt eine große Seefahrernation im 17. Jahrhundert, die Niederlande, ja, das goldene Zeitalter, und nimmt Schiffe und fährt über die Weltmeere und findet ein Land und sagt, ich habe dieses Land entdeckt. Das ist jetzt mein Land. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Heute zum Glück
aus unserer heutigen Vorstellung heraus wäre das nicht mehr möglich. Also wir sehen, alles ist Veränderung. Es ist nicht alles negativ, es ist nicht alles positiv, aber wir lernen. Und deswegen ist es auch gut, dass hier auf dieser Insel auch viele, viele Touristen, Menschen hinkommen, die auch wirklich hier ihr Geld ausgeben, die sich mit den Menschen unterhalten und die auch bereit sind, einmal genau hinzuschauen. Es ist hier, es ist ein Paradies, es ist wirklich ein Paradies, aber das Paradies hat auch immer eine andere Seite. Jedes Paradies hat eine andere Seite. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss zugehört und zugeschaut habt, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.